So, ich bin wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht natürlich weiter mit Gran Turismo 7 an diesem wundervollen Sonntag. Ein fröhliches Hallo an alle, die dazugeschaltet haben und danke für die Geduld an alle, die gewartet haben. Ja, es geht weiter mit der neuen Rubrik, die wir freigeschaltet haben, nämlich Missionen. Ich bin einmal kurz in die Garage gegangen, weil ich hier immer den Ton testen wollte natürlich. Und weil ich schon mal annehme, dass wir hier auf jeden Fall die Corvette verbrauchen werden. Deswegen wähle ich die schon mal aus. Wollte mal schauen, was die so hat, bringt und kann. So, da ich ja jetzt nicht der absolute Spezialist bin, werde ich den gleich vielleicht Kompressor verpassen. Und damit ist dann gut. So, tägliches Training, dafür gibt es ein Geschenk. Und bei diesem Geschenk natürlich wieder eine zufällige Auswahl. Letztes Mal hatte ich Glück und habe das Auto gekriegt. Diesmal habe ich natürlich nicht das Glück. Logisch. Es ist tatsächlich zufällig. Also, es wandert ja rum. Und na, du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe das Ding einmal drauf tippen und an der Stelle bleibt dann das Glücksrad stehen. Sondern irgendwie läuft das weiter. Oder ich habe das System nicht ganz begriffen. Das kann natürlich auch sein. So, das Geschenk haben wir. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal ganz kurz in den Tuning Shop. Bordcomputer für eine Corvette. Ist ja quasi nix, ne? Dann haben wir hier vielleicht noch. Oh Gott, haut aber ordentlich rein, ne? Aber auch mal so richtig Leistung. Komm. Nimm das Ding und gut ist. Aber noch das Übliche machen. Filter. Auspuff. Und nee. Immer. So. Kommt es auf den Ladeluftkühler auch nicht mehr an, oder? Und natürlich die kosten 15.000 bei dem Hausnummer. Komm, wenn dann richtig. So, diese Leistung, würde ich sagen, ist jetzt auf jeden Fall ein Garant dafür, dass dieses Auto quasi mehr quer wie gerade wie längs durch irgendwelche Bereiche fährt. So, ich soll Magic Mountain auswählen. Er sagt. Und der passt. Mache ich die Mission vielleicht gar nicht mit meinem eigenen Fahrzeug? Schauen wir mal. Vorgabe.
Oh. Muss quasi an allen dran vorbei. Nehme ich möglichst spät Bremse oder wie? Ne. Ein bisschen später vielleicht. Jetzt. So ungefähr. Ne? Also. Ja, gar nicht mal schlecht. Ist also auch so eine Art, ja, Prüfung. Nur als extra Mission verpackt, weil die anderen Sachen, die kannst du ja quasi nur einmal fahren. Hier gibt es dann noch eine extra Belohnung dafür. Cool. Also nochmal zusätzliche Missions, auch nicht schlecht. Achso, jetzt schon zurück ins Café. So. Wenn das denn ausreicht, umso Kaffee. Autos gewinnen, hört sich gut an. Blue Moon Bay Speedway, USA. Super. Und dafür werde ich dann wahrscheinlich. Oh! Eine Mustang-Sammlung. Ich muss Ford Mustang sammeln. GT von 15. Ein. Cool. 2015er Mustang. 71er Mach 1 und 69er Mustang Boss, den kenne ich gar nicht. Oder? Wahrscheinlich habe ich den schon mal gesehen. Kann ja nicht jedes Auto kennen, ne? Aber schön wär's. So, dann gehen wir mal wieder auf die Rennstrecke. Mal schauen, was ich hier fahren darf. Erika natürlich. Und fangen wir mal bei Blue Moon Bay an. Muss ein Straßenwagen sein, es muss aus den USA sein und es muss ein Fahrzeug mit Frontmotor und Heckantrieb sein. Was die Corvette ja ist. Aber. Also Front, Rear. Ne? Zeig dir mal an, wo ist der Motor? Wo ist der Antrieb? F stelle ich mir lustig vor. Nein, gibt's nicht. Falls euch mit Heckmotor und Frontantrieb wäre. Ich glaube, das hat niemand gebaut. Aber mit Allrad. Lustiger Kurs. Ein dreieckiger Kurs.
Klischee erfüllt, ja? Nur Linkskurven. Oh, ist der erste weit vorne. Entschuldigung. Gib euch mal weg. Immer so frei. Das. Hat er sich aufgeschaukelt hier? Soll ich durch die Box? Oh Gott. Was? Eine Heckschleuder. Wenigstens nicht ganz letzter werden hier. Na. Also zukünftig lieber die Bande nehmen. Als zu schleudern. Kriege ich für den da vielleicht noch ein Getriebe mit einer längeren Übersetzung? Da hätte ich tatsächlich eine Chance, die einzuholen. So, erstmal wieder raus. Ich brauche mal kurz was. Ich habe gerade festgestellt, ich brauche was. Und zwar benötige ich aus Extrem benötige ich gar nichts. Doch, Lachgas, nein, Quatsch. Das machen wir nicht. Kanäle polieren, nein. Ich brauche bitte ein voll anpassbares Renngetriebe, das brauche ich. Genau. Drin, ja?
So, dann gehen wir hier mal wieder hin. Also das Problem ist nicht die Leistung. Ja. Tatsächlich nicht. Leistung hatte eigentlich ganz gut, aber irgendwie muss erst da rein, ne? Und dann kann ich Fahrzeugeinstellungen vornehmen. So, Einstellungsseite. Stelle gerade mit Entsetzen fest, dass ich noch gar nicht die Reifen habe, die ich eigentlich fahren sollte. Nicht so der Typ bin, der immer aufs Wetter achtet, würde ich sagen, ich nehme mir lieber hier Intermediate-Reifen. Packen sehr gut. Die nehme ich schon mal drauf. Und dann natürlich noch die Einstellung vornehmen gleich. Komme ich doch gerade her. Oder um es mit den Worten des Shop-Eigentümers zu sagen, sieh schon wieder. So, nächste bitte. Und dann schauen wir uns doch mal an, was jetzt geht. Platz, das da, das. Installierte Einstellung. Mediates Rennen, Sportcomputer, alles klar. So, Getriebe, manuelle Anpassung vornehmen. Nehmen wir den fünften Gang ein bisschen. Länger übersetzen. Da ein bisschen mehr Geschwindigkeit hin. Den vierten Gang passen wir dazu auch noch ein bisschen. Ne? So, den dritten Gang wenig und den zweiten Gang noch weniger. Und den ersten Gang lassen wir einfach mal wie er ist und gut ist. Und teilnehmen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich schwer gespannt. Erstmal bessere Reifen. Das heißt, ich werde weniger rutschen. Und klar, wenn ich hier auf Komfortreifen durch die Gegend heize. Ganz ehrlich, bedeutend stabiler auf der Straße. Da habe ich geschielt, das tut mir sehr leid. War tatsächlich unbeabsichtigt. Leitplankkontakt, aber das ist nicht schlimm. Immer noch besser Leitplankenkontakt wie Eudern.
Oder vorne fährt eine Viper. Klar, dass man sich da ein bisschen schwer tut, dran vorbeizukommen. So, aber hier kommt. Der Schirm mit seiner dicken Korvette. Uah. Leunert gar nicht mehr. Cool. Na, oder doch? So. Einmal die Planke nehmen zum Stabilisieren. Oh Mann. Na, das war dann wohl doch ein bisschen zu schnell. Ich habe meinen Spiegel verloren. Spiegel verloren. Ha! Schön Beifahrerspiegel. So. Das sah doch schon um einiges gesünder aus. Ja. Doch, den habe ich schon gesehen. Doch, den Mustang-Boss. War das der oder war das ein anderer? Der M&W-Show, meine ich, hätte ich den mal gesehen. Stand einer von. Keine Ahnung. So, stelle gerade fest, dass mein liebenswerter PC mich gerade irgendwie ärgern möchte. Weil der Meinung ist, sich schon wieder mal den Ton vom aufzuhängen versucht hier. Ich muss mal eben was nachkontrollieren. Könnt ihr gerne dranbleiben, derweil tonlos quasi dieses Rennen kurz nachvollziehen. Ich schaue mal eben was nach. Irgendwas ist da nicht richtig. Das ist okay, das ist okay. Das einstellen. Dann gehen wir einmal schnell dahin und starten noch mal eben die Capture-Karte neu. Also damit ihr die nicht dieses etwas merkwürdige komische Symbol da seht.
Nun, schauen wir mal. Diese Umstellung jetzt in irgendeiner Form was gebracht hat. Bin gespannt. Hier noch eben eine Anpassung machen. Und da auch. Also Ton habt ihr schon mal wieder. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert, machen wir das nächste Rennen. So. Ein bisschen die Grafikspeicher entlasten hier, weil der ja bekanntlich, ich bin mal nicht direkt über die PlayStation, sondern über meinen PC und die dementsprechend ein bisschen Grafikspeicher entlasten, damit weil der alles drüber schiebt, ne? Also auch den Ton zum Beispiel schiebt er tatsächlich da drüber, zum Stream zumindest. Ich habe ja hier Ton, es ist ja nur, dass der für euch weg ist. So. Dann schauen wir mal. Den haben wir gerade gemacht, ne? Genau. Weather, Pech, Raceway, Laguna Seca. Hier gibt es dann den Mustang Mach 1. Okay. Trinken. So, bevor ich hier ganz vertrockne, ne, beim Fahren. Und dann kann das losgehen. Ruhig, ruhig, ruhig. Nicht daraus fliegen, das kann ich nämlich auch. Das konnte ich bei Gran Turismo immer hervorragend in der Kurve. Und in dieser. Wer kennt sie nicht? Aber noch besser ist die nächste. Probiere ich mal was aus, ob das noch geht. Nein, es geht nicht mehr. Ui, krass. Boah. Ist der gerade einfach rausgehüpft? Haben gelernt. Konntest, indem du einfach so quer durchgefahren bist, diese Kurve richtig geil abkürzen. Oh je. Ja, das hat, wird jetzt wahrscheinlich so viel Zeit gekostet haben, dass ich den ersten definitiv schon mal nicht mehr kriege.
Oder vielleicht doch. Bisschen rempeln hier. Waren die Amerikaner nicht die Erfinder der Crash Car Challenges? Ich glaube, wir nehmen dann diese Kurve ja nicht, sondern die danach. Die nehmen wir aber lieber so, wie sie genommen werden muss. Und nicht so, wie ich das gerade versucht habe. Ungefähr so dann lieber. Meine Güte. Voll rüber geflogen, ne? Ah, das sah ja aus. Lass uns den gleich nochmal gucken. Also nicht das ganze Rennen, sondern nur, sagen wir mal, die ersten 5 Kurven. Ich will das noch mal sehen, wie ich gehüpft bin. Ich will das noch mal von außen sehen. So, einen schönen Mustang Mach 1. Wunderbar. Persönlich fand den Boss besser. Ich persönlich finde den Boss schöner. Übrigens, falls der Sound von dem Spiel mal wieder weggeht, dürft ihr das auch gerne reinschreiben. Weil ich kriege das, ich guck nicht immer drüben auf die Skalen. Das kann also gut sein, dass ich das mal erst sehr spät mitkriege. Und der Chat, den kriege ich tatsächlich etwas besser mit. Oh. Jetzt kommt's. Also die Kurve noch, ne? Und dann habe ich versucht abzukürzen. Jetzt habe ich versucht abzukürzen. Ist klar. Okay. Raus da. Sollte man nicht machen. So. Vor allem an der Stelle lohnt sich der Ausflug nicht. Ne? Ich meine, es liegt Kies da. Ne? Es ist keine Wiese. Bei einer Wiese könntest du ja wenigstens noch Auto hinstellen, Grill rausholen und so, aber auf dem Kiesbett ist das blöd. Geht ja gerade auch nicht gerade. So, weiter. Was? Nee, Moment. Stopp, stopp. Habe ich doch gerade gemacht, oder? Ich wollte eigentlich die andere Rennstrecke. Ja, wieder rausgehen. So ist ja nicht. Mal da drauf und dann einmal wieder verlassen. So.
So, die nächste Strecke ist hier Willow Springs International Raceway. Kenn ich nicht. Sieht nach einer großen Schleife aus, Willow Springs. Ah, okay. Da geht's also los. Dann links, dann eine groß, ein großes Öhr. Dann ein kleines, sage ich jetzt nicht, wie das aussieht. Und dann der große Bauch. Okay. Gut. Gehen wir hin. Wieder meine Herausforderung, langgezogene Kurven. Nein, 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 jetzt, jetzt, ja, ist klar. Ist klar, Leute. Versuchen wir das nochmal. Ja, es hat ja jetzt keinen Sinn, dieses Rennen zu Ende zu fahren und dann die komplett hinterher zu fahren. Nicht, wenn man direkt zu Anfang da schon sowas einbaut. Ganz gut. Komm mal außen rum, ja. Ja, das liegt jetzt tatsächlich so ein bisschen an den Reifen, dass ich da so schön außen rum fahren kann. Hier zeigt sich jetzt übrigens gerade wieder, dass die Viper sehr gut ist auf langen, schnellen Strecken. Und hier anscheinend nicht so. Ja, nicht rammen mehr, ne? Nicht vorsätzlich. Versehentlich kann das passieren, aber. Schöne lange Gerade, sowas gefällt mir. Habe ich auch eine Chance, den Felix zu kriegen hier. Lüft raus, ey. So, theoretisch muss ich jetzt nur noch sauber durchkommen. Mal gucken, was die Praxis sagt. Alter Schwede, da bekommt der Terminus Rutsch mal rüber eine ganz andere Bedeutung. Also wenn ihr hier ein bisschen zu schnell bist, mit dem Auto vor allem jetzt so wie er ist, dann rutschst du einfach ganz locker raus. Erste Runde war besser. Aber ich sag mal so, sollte ja für euch keine Überraschung sein. Ich habe es ja sogar im Stream Preview angekündigt, wo ich fahren werde. Zumindest lässt sich das daraus ablesen. Ziellinie? Was ist das?
So. Geht nur mir das so? Also bei der Corvette kriege ich jedes Mal schwitzige Finger beim Fahren. Krass. Und dann noch ein etwas neuerer Muster. Nö. Cool. Brauchen wir nicht zum Ende gucken. Brauche diesmal nichts überbrücken, um den Ton wiederherzustellen. Er scheint noch da zu sein. Er möchte mit mir ins Café zurück. Sehr schön. So, das wäre dann dort. Ah, ein schönes Bild. Die Mustang-Sammlung ist komplett. Glaube ich zwar nicht ganz, aber zumindest diese, ja. Es gibt noch mehr. Cool. Menübuch 14. Also ist quasi die Speisekarte. War cool, oder? Eine richtige Fahr- und Cruise-Maschine war das. Okay. Ui. Lass mich raten. Es gibt wieder ein paar Autos. Jetzt soll ich die Camaro-Sammlung. Das ist ja auch cool. Eigentlich. Finde ich cool bei diesen Sammlungen. Es gibt zwei Klassiker und einen neueren. Also bei diesen Spezialsammlungen jetzt, ne, wo es dann um eine Marke geht. So. Er sagt, geh dahin und fahre. Also gehe ich dahin und fahre. So, also. Erika, schon mal richtig. Dann fange ich wieder oben links an. Blue Moon Bay. Blue Moon Bay.
Immer gespannt, inwieweit die Corvette quasi, ja, ich sag jetzt mal, durchhält. Einmal schauen, wie bei den anderen Rennen jetzt noch ist, weil die Anforderungen werden ja auch ein bisschen größer. Gegebenenfalls ein paar schnellere Gegner oder so, dann kommst du auf einmal nicht mehr mit. Tesla Model S dafür fahren. Echt? Stimmt, ist auch ein Ami. War das mal ernst jetzt oder? Unmöglich mal ernst sein. Was habe ich denn da gemacht? Habe ich Bremsen vergessen oder habe ich mich verlenkt oder das muss ich jetzt nochmal. Ah, ich habe mal wieder in der Kurve zu viel Gas gegeben, das war's. Na gut. Da hätte man jetzt einen Grill aufstellen können. Kurvigen Strecken sind irgendwie. Wie? Keine Bremsanzeige, nichts, ne? Aber ich rutsch trotzdem raus. Also irgendwie nehme ich da die Linie zu schlecht. Ja, auch im Übrigen. Alle. Aber ich habe einen Vorteil, ich habe ein bisschen mehr Leistung unterm Hintern. Heißt, ich kann tatsächlich hier auf den geraden oder in den schnellen Kurven ein bisschen besser punkten. Mich nach vorne schieben. Trotz Ausflügen. Bremst mal lieber ein bisschen früher hier. Versuchen wir es gleich noch mal ein bisschen mit der optimalen Linie hier. Wieder, siehst du? Ich kann ja nicht. Muss langsamer fahren. Bin schon vom Gas gegangen und der rutscht da trotzdem raus. Ideallinie ist für den hier nicht unbedingt. Ja, obwohl die ist ideal, aber ich muss tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen hier zum Beispiel runterbremsen. Also
wenn ich jetzt hier gleich Gold einfahre, unverdienterweise, ich würde die Strecke ja gleich gerne nochmal fahren. Aber nochmal anständig irgendwie versuchen. Ja, yeah, 15.000 im Sack. Und den ersten Camaro im Sack. Aber da lauern ja noch ein paar Rennstrecken, ne? Also, das ist vielleicht doch eher Sinn, die nächste zu nehmen. Schön ist, die laufen nicht weg. Kann die immer wieder fahren. So, machen wir das mal. Wiederholen wir die jetzt nicht, sondern es geht zur nächsten. Willow Springs wieder mal. Hier ohne Limit 3 Runden. Empfohlen 600. Was habe ich eigentlich? Nichts zu. Und 600 empfohlen hier. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Ob ich hier jetzt eine Chance habe. Nö. Ein Kebbel zurück, du. Gesehen, schubst zurück. Oh, oh. Ah, verdammt. Wumm. Ach ja. Ich klopp mich hier mit ihm quasi um den letzten Platz. Juhu, so muss das sein. Jemine. Jetzt dreht er sich schon wieder hier. Ah. Bin die Strecke doch vorhin schon mal gefahren, oder nicht? Glaube, ich weiß, was hier los ist. Warte. Glaube, ich kenne sein Problem. Problem ist ja nicht unbedingt, dass es noch Corvette ist. Gut, ein Problem sitzt am Controller. Aber das andere Problem, das können wir beheben. Ja. Kaffee dazu. So. Einmal kurz dahin.
Und jetzt kriegst du erstmal. Ich wollte doch da nicht ganz raus. Wieso drücke ich denn immer? Ja, Angewohnheit, ne? Du musst jetzt um 3, um aus der Rubrik zu kommen, da hast du immer, bis hast du immer rausgedrückt. Hier musst du einfach nur wechseln. Weiter wechseln. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig noch. So, erstmal gibt er noch, kriegt er jetzt noch ein paar weiche Rennreifen. So, das zum einen. Zum nächsten kriegt er die. Ja, und damit hat er dann schon mal tatsächlich gewonnen. Glaube, das reicht tatsächlich. Ja, das reicht. Na, jetzt liegt er ein bisschen besser auf der Straße. Das wollte ich damit erreichen, quasi. Und er klebt auch ein bisschen besser auf der Straße. Da ich mir jetzt keine Sorgen machen muss um das Abfahren der Reifen. Bin ich natürlich mit weichen Rennreifen. Patex auf der Straße, ne? Intermediate, die kann ich immer noch fahren, wenn es dann regnerisch wird, dann reichen die eigentlich. So, Freunde. Krass. Da wollte ich nicht hin. Da packt meine Reifen noch nicht so gut irgendwie. Verflixt. Oh. Ah, schon wieder hier. Immer hier, ne? Ruhig. Boah. Ist das krass, ne? Wenn die hier hinten so einen Zeck reinschieben.
Nein! Kein Fall durch die Box. Echt jetzt? Was mache ich denn hier, ey? Das ist doch nicht normal. Ja. Immer ein bisschen übertreiben. Immer ein bisschen übertreiben. Vielleicht sollte ich mir ein Pickup nehmen. Kann ich direkt querfeld einfahren. DeLorean. Was? Gar nicht, dass die so schnell sind. Damit noch den ersten Platz machen, ne? Ist ja schon irgendwie lächerlich. Aber gut. Geht hier ja nicht um perfektes Fahren, ne? Zumindest nicht von mir aus. Oh Gott. Ja doch, ich versuch's natürlich. Aber ja. Je nach Fahrzeugtyp. Es gibt Autos, für die bin ich gemacht, mehr oder weniger. Und es gibt Fahrzeuge, für die bin ich dann eher weniger bis gar nicht gemacht. Ne? Und so Heckschleudern sind eigentlich nicht wirklich mein Ding. Ist das jetzt schon der letzte gewesen? Ich glaube nicht, dass ich das Desaster noch mal sehen möchte. Nee, Daytona muss ich noch fahren. Daytona muss noch schon mal hingehen. Und bevor ich das jetzt starte, gehe ich mal kurz die Finger abtrocknen und mir einen Kaffee holen, ja? So ein 3 bis 5 Minütchen bin ich wieder bei euch. Bis gleich!